Ja, moinsen, es ist Christian Schemmeier, Paartherapeut und Beziehungscoach in Murnau und in Hamburg. Diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute geht es um das Thema Beziehungsgespräche vor der Beziehung, habe ich es mal genannt. Stay tuned. Ja, kurzer Hinweis, diese Woche am 1. August kommt da so ein Sonderkurs raus. Sonderkurs heißt, so ein Saisonkurs, 6 Wochen verfügbar. Detox, also Ex-Detox heißt der. Findest du auf liebeschipp.de. Und wer noch zur Party kommen will in Köln, Liebeschipp Party mit 3 YouTubern, 22.10. mit der Angela Rotloff und der Frau Kestler vom Bildungsarbeitskanal, genau, die da geht gerne auf meine Website und holt euch da noch eine Karte. Würde mich freuen. Ja, wir haben heute eine Mail von Tomalovic. Genau, Thema haben wir schon genannt. Dann schauen wir mal, was soll also Schönes haben. Genau. Also, hallo Christian, ich habe vergangenen Herbst eine Frau über Tinder kennengelernt. Also, wer von euch jemand längerfristig über Tinder kennengelernt hat, der soll mir echt mal schreiben unter dieses Video. Ich frage mich wirklich, ob es hier irgendeinen gibt auf meinem Kanal, der da schon was gefunden hat. Aber gut, wir haben uns vor dem ersten Date weg richtig gut verstanden, hatten uns dort bereits geküsst. Eine Woche später haben wir uns wieder gesehen und sie hat bei mir übernachtet. Kein Sex, die machen sowas angeblich nicht so früh. Ja, also eigentlich kann man jetzt schon wieder aufhören mit weiterlesen. Also, jetzt gibt's, also, welche Möglichkeiten haben wir denn? Ich meine, erstmal ist es weird. Wir gucken ja immer Meilensteine einer Beziehung, Progression, Konsistenz, sind da so zwei ganz wichtige Punkte. Dass sie bei dir übernachtet und nicht mit keinem Sex, ist schon mal irgendwo inkonsistent. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt ein Red Flag, aber. Schon mal irgendwie, was soll das, ne? Also, jetzt kann man überlegen, liegt es an ihr? Also zu dem Zeitpunkt kann man es auch nicht wissen, ne? Liegt es an ihr? Oder hast du irgendwas gemacht, was sie abgeturnt hat? Weil ich würde schon denken, wenn jemand Übernachtung plant, dass er davon ausgeht, es gibt Sex. Und was man immer wieder sagen muss, also gerade im frühen Dating-Prozess ist es auch gar nicht böse gemeint. Kann man nicht so viel geben auf Wörter. Ne? Also nehmen wir mal an, du riechst für sie jetzt falsch. Dann wird sie nicht sagen, du riechst falsch, sondern du stehst einfach nicht mit ihr. Ne? Also auch solche Sachen können es ja mal sein. Ne? Man hat richtig gemerkt, dass sie verliebt war. Mir ist das schon fast zu einfach vorgekommen. Ja, also wenn sie wirklich verliebt gewesen wäre und es wirklich einfach wäre, hätte sie mit ihr geschlafen. Also deswegen, ich weiß mal wieder. Eine meiner ewigen Wiederholungen ist, mit Worten ist nicht viel Staat zu machen beim Dating. Ne? Taten sind die richtige Währung. So, sie sagte mir beim zweiten Treffen, dass ich so offen wäre. Wir hatten jeden Tag Kontakt, wobei ihre Textnachrichten verhältnismäßig weitaus länger waren als meine. Ja, also ich lehre das ja nicht, zu so einem frühen Zeitpunkt jeden Tag Kontakt zu haben, aber. Meiner Ansicht nach textet man eine Beziehung schnell tot. Also guck dir mein Buch an, warte, bis die Frau sich meldet. Wenn sie sich nicht meldet, nach, weiß ich nicht, 3, 4, 5, 6, 7 Tagen melden, neues Date ausmachen, weg vom Telefon, weiter geht's. Also dieses viele Geschreibsel im frühen Dating-Prozess bin da kein Freund von. Weil meiner Ansicht nach killt das die Polarität. Es wird immer wieder alles schreiben, Polarität, so ein Quatsch. Dann macht es anders und akzeptiert die Konsequenzen. Wenn wir uns trafen, gab es einen oberflächlichen Tratsch, jedoch kamen mir unsere Gespräche immer sehr leichtgängig vor, als ob wir auf einer Welle wären. Beziehungsthemen kamen ausschließlich von mir. Ja, auch das. Lest mein Buch. Lest mein Buch. Die Frau ist zuständig für Beziehungslabels, nicht der Mann. Wie gesagt, wenn ihr es anders machen wollt, macht es anders. Und
Ja, aber ich würde euch raten, probiert es mal so aus, wie ich es vorschlage. Gibt einen Grund, warum ich das alles aufschreibe. Ich dachte mir, okay, vielleicht tut sie sich schwer. Also ich will ihr auch nichts aus der Nase ziehen bzw. erzwingen müssen. Es ging damit wöchentlichen Treffen weiter. Gut. Einmal waren wir bei mir und man hat ihre Unsicherheiten deutlich gespürt. Jedoch hatte sie sich dazu überwunden, sich auf mich zu stürzen und mich zu küssen. Wir wurden wieder etwas intimer, jedoch blieb auch hier der Sex aus. Angeblich hatte sie ihre Tage. Also wenn ihr jetzt schon hier 5, 6 Date hattet und sie ist wieder bei dir, es gibt wieder keinen Sex. Also ich hätte schon keinen Bock mehr an dem Punkt, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte schon keinen Bock mehr. Ich würde das irgendwie auf die Bank schieben und denken, ja, whatever. Also natürlich kann sie ihre Tage haben, aber wie gesagt, ich sage nochmal, und das ist auch völlig in Ordnung, ich kritisiere das gar nicht, dass jemand im frühen Datingprozess sagt nicht, oft nicht, was Sache ist, weil man will niemanden verletzen, vielleicht gibt es ganz andere Themen, dann sagt man vielleicht meine Tage oder ich habe nicht meine Tage, aber ich würde mal meinen, aber ihr Frauen dürft ja gerne was anderes unterschreiben, dass wenn ihr dann plant, bei einem Mann zu übernachten, dass ihr das wahrscheinlich nicht macht beim ersten Sex, wenn ihr eure Tage habt, vermute ich mal. Ja, ist so eine Sache. So, generell muss man dazu sagen, dass es im Verlauf dieser Geschichte nie zu Sex kam. Ja, das ist Red Flag. Wofür ist Dating da? Für Sex. Warum datet man sich? Doch nicht, um Halma zu spielen. Oder seine Briefmarkensammlung auszutauschen. Die Natur hat Dating eingerichtet, damit wir zueinander kommen und irgendwann Sex haben, damit die Art erhalten wird. So ist das. Wenn es keinen Sex gibt, ja, kann man auch in einen Halma-Club gehen und sich da einen Halma-Spielpartner suchen. Das ist auch in Ordnung. Dann kam mein Geburtstag und sie hat mir eine wirklich sehr, sehr liebe Geburtstagsnachricht geschickt. Das zählt nicht. Die Fakten zählen. Darüber habe ich mich richtig gefreut. Ich war mit Freunden im Ausland. Als ich zurückkam, trafen wir uns bei ihr, kuschelten vorm Fernseher und ich habe versucht, mehr Körperkontakt herzustellen. Also, ich weiß nicht genau warum, aber du bist hier voll in der Friendzone schon. Also, da ist der Drops gelutscht. Da kann man echt aufhören. Das ist. Und ich kann dir jetzt nicht sagen, warum. Also, es gibt ungefähr 500 Gründe. Also, von Bindungsangst, der Ex ist zurück, irgendwas passt doch nicht mit dir, irgendwas Falsches gesagt, du bist nicht in deiner Polarität, sie ist komisch, das weiß kein Mensch. Ne? Deswegen macht er, also dieses Überanalysieren, es führt zu nichts. Ne? Guckt einfach, also, guckt euch das Video an, Meilenstein einer Beziehung. Gibt es hier Konsistenz und Progression, also konsistent, wenn das die Dates einheitlich verlaufen, dass sie weiterführen? Nein! Also, vielleicht nicht so ein tolles Date. Ohne dass jetzt irgendjemand Schuld hat oder so, ist ja auch schwierig, ne? Als ich merkte, dass ich nicht weiterkomme, wollte ich mich auf den Heimweg machen, da ich von der Geburtstagsfeier noch sehr geschlaucht war. Plötzlich hat sie mir vorgeworfen, was für ein Rätsel ich hier bin, dass sie mich nicht durchschaut und dass sie sehr viel Vertrauen braucht, um sich jemandem zu öffnen. Da würde ich jetzt sagen, ich bin verwirrt. Wir haben uns jetzt x-mal getroffen, wir übernachten miteinander, es gibt keinen Sex. Vielleicht klärst du mich mal auf, was hier los ist. Also dieses Drumrum-Eiern, das bringt einen auch nicht weiter. Ne? Also packt den Stier bei den Hörnern. Ne? Das war sehr verwirrend für mich. Hier kamen zum ersten Mal Zweifel dieser Art auf und ich war völlig überrumpelt und wusste auch nicht so recht, was ich dazu sagen sollte. Als ich zu Hause war, schrieb ich ihr nochmal eine Nachricht, was sie denn damit wirklich meine, aber darauf kam keine wirklich erklärliche Antwort. So, jetzt fangt ihr an, Beziehungsgespräche zu führen, bevor es überhaupt einen richtig ernsthaften Datingprozess gibt. Das ist ein Irrsinn. Macht das nicht. Es muss am Anfang, muss das tak, 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 tak gehen. Also es muss jetzt gar nicht mal unbedingt schnell gehen auf dem Sex auf dem ersten Date, das kann eben auch später sein, aber es muss zack, easy, einfach, locker, flockig. Und das am Anfang schon nervig ist, das meinte, wie das dann nach 3 Monaten wird. Ne? Ja. Ab diesem Treffen wurde alles anders. Sie hat sich mehr und mehr zurückgezogen. Jetzt ist die Konsistenz und Progression völlig im Arsch. Ich treffen aus, also nochmal, warum in alles in der Welt versuchst du dieses tote Pferd zu reiten?
Echt. Tote Pferde ist jetzt die Beziehung, ne? Nicht die Frau. Ja, oder der Dating-Prozess so. Gut, Wicht treffen aus. Als ich sie darauf angesprochen habe, meinte sie, dass sie sich nicht sicher ist, ob es für mehr reichen könnte. Ja, du bist voll in einer fucking Friendzone. Viel Spaß da. Ich würde da sagen, melde dich, wenn du mich richtig daten willst. Und umdrehen und gehen. Sie kennt mich, aber kennt mich nicht. Darauf hat sie sich lange berufen. Ich weiß bis heute nicht, was sie damit genau gemeint hat. Ja, wer das nochmal gesagt? Einstein oder Freud, ich weiß es nicht. Zwei Dinge sind unendlich. Was eine Frau will und wie groß das und das Universum oder ich kriege das nicht richtig auf die Reihe. Aber für Männer ist es manchmal echt schwer, eine Frau zu lesen mit solchen Aussagen. Aber wie gesagt, das hat jetzt nichts mit toxisch oder so zu tun. Das ist ja, also vielleicht sind Männer für Frauen auch oft schwer zu lesen. Und es ist halt so, wie gesagt, weil man kennt sich noch nicht und man eiert dann auch rum und sagt manchmal nicht, man will niemanden verletzen und ist okay. Also ich finde es nicht so schlimm jetzt, ne? Nur dann muss man die Zeichen halt lesen und ja. So, es kamen immer mehr Vorwürfe, angefangen von meiner, also okay, Vorwürfe ist jetzt nicht mehr gut, ne? Angefangen von meiner ernsten Art, Sarkasmus, dass ich öfters auf Dienstreisen bin, etc. So, es hatte schon einen Streit, bevor ihr überhaupt Sex hattet. Grauselig. Die logische Reaktion meinerseits, ich suchte die Schuld gänzlich bei mir. Ja, dann darfst du an deinen Co-Abhängigkeitsthemen arbeiten. Sie wollte daraufhin noch einmal mit mir darüber reden, da sie von meiner offenen Art überrascht war. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was das heißt. Als sie bei mir war, wollte sie dann nur noch Smalltalk führen. Gott, wie schrecklich. Ich habe auf das Gespräch jedoch bestanden, wirklich aufschlussreich war es für mich jedoch nicht. Ja, nochmal, also der frühe Dating-Prozess, es sollte einfach Spaß machen, körperlich werden und da fängt man nicht an, wie hast du das gemeint und ich weiß nicht und ich hab nicht und ich wollte nicht und das ist jetzt, können wir nochmal ein Gespräch drüber führen. Das kann man mal nach x Monaten oder 25 Jahren machen, aber oh, so am Anfang. So, sie drückt sich generell immer nur sehr verschleiert aus und sucht meiner Meinung nach jeder Aussage nach einem Grund, warum das wieder nicht passen könnte. Ja, dann lass sie doch. Lass sie. Es gibt 4 fucking Milliarden Frauen. Lass sie, schmeiß sie wieder in den Pool und angel dir jemand anders aus. Am Ende meinte sie, sie müsste erstmal sacken lassen, was wir gesprochen haben. Oh! Als ich sie eine Woche später fragte, ob sie denn noch etwas mit mir machen wollen würde, warum meldest du dich nochmal bei ihr? Also musst du da ganz anders mit umgehen, musst du sagen, melde dich, wenn du echt Bock hast, dass wir richtig daten und nicht mit 5 angezogenen Handbremsen. Ey. Warum meldest du dich wieder bei ihr? Das bringt nichts. Machst dich dann noch schwächer. So. Und dann auch noch, ob sie etwas mit mir machen wollen würde. Also wenn du sie anrufst, dann wann sehen wir uns wieder, nicht? Willst du was mit mir machen? Das impliziert ja schon, dass es eine Frage ist, ob sie das will. Also, das ist ja auch nicht so pralle. Gut, dass sie hat nachgedacht, dass sie so ein Bauchgefühl hat, dass wir jetzt unterschiedlich ticken. Sie konnte nur begründen, worauf sie das bezieht. Das kann auch, vielleicht hat sie eine genauere Idee, sagt es sie nicht, vielleicht kann sie es wirklich nicht begründen. Es ist so, nimm es hin. Sie wolle nicht, dass es unschön endet und sich nur auf etwas einlassen, wenn es hundertprozentig richtig für sie anfühlt. Das kann ich total von ihr verstehen. Alles richtig, was sie da sagt. Aber dann lauf ihr nicht hinterher. Weiß nicht, sieht sie so gut aus oder keine Ahnung. Habe ich ein Wochenende lang nicht gemeldet und dann kam von ihr eine Nachricht, wie es mir gehe. Also wenn man erstmal einmal in der Friendzone ist, also guck mal ein Video, wie kommst du aus der Friendzone raus, gar nicht so lange her. Aber mach nicht das hier. Dann kam ihr Geburtstag und ich schrieb ihr, aber es verlief sich irgendwie alles in oberflächlicher Schreiberei, auch über die folgenden Weihnachtstage und Silvester kein Treffen. Ja, es ist ein Irrsinn. Ich machte ihr klar, dass meine Gefühle für sie noch immer sehr stark sind. Welche Gefühle denn? Hast du nicht mal wieder geschlafen? Echt? Und das macht nur Schwierigkeiten. Also, was ist mit deinem Liebeschip? Und hier nochmal die vermeintlichen Unterschiede zu sprechen. Oh. Wollte ihr jetzt schon, bevor ihr Sex hatte, zum Paartherapeuten gehen?
So hört sich das an. Erstmal ging es noch mit langen Nachrichten hin und her. Im Januar willigt sie dann doch zu einem Treffen ein und wir nahmen uns den ganzen Abend bei einem Spaziergang Zeit, um nochmal über alles zu reden. Ihr solltet schon längst wild übereinander hervögelnd im Bett liegen. Schon längst, wenn das noch gut laufen würde. Ich war ganz erstaunt, da ja plötzlich wieder ganz andere Themen von ihr kamen, die scheinbar der Grund für ihre Zweifel sind. Ja, es spielt hier keine Rolle, weil ihr habt keine etablierte Gesprächsbasis, jeder wurschtelt da vor sich hin, da kriegst du keine klaren Informationen. Ne? Weiß nicht, vielleicht war es der Ex wieder zurückgekommen, jetzt ist er wieder weg, und jetzt guckt sie doch nochmal, ob sie dich datet, jetzt merkt sie wieder, es passt irgendwie nicht. Also ich würde euch wirklich gerne helfen, dass ihr das vermeidet. Und wie gesagt, befolgt die Dating-Ratschläge da in meinem Buch oder macht die Kurse, ich weiß nicht was. Tut euch das nicht an, echt. Es kamen Aussagen von ihr, wie manchmal wäre ich gerne dumm, dann müsste ich mir nicht immer so viele Gedanken über alles machen. Ich kann dir das nicht entschlüsseln, es tut mir leid. Ich bin eine wirklich schwer zu knackende Nuss. Also für mich heißt das noch nicht mal Bindungsangst, das heißt aber nur, ich bin nicht richtig verliebt und dann. Oder der Vibe stimmt nicht. Ja, dann stimmt er halt nicht. Letztlich gab es dem Ganzen noch mal eine Chance, fügte aber im selben Satz hinzu, dass es ihr ein Bedürfnis ist. Sollte sie merken, dass es nicht passt, soll ich es akzeptieren? Das war wieder so ein Schlag ins Gesicht. Ich kannte das Phänomen Bindungsangst bis da wirklich nicht. Deshalb konnte ich überhaupt nicht damit umgehen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob überhaupt Bindungsängstlich ist. Ich glaube, da stimmt einfach der Vibe nicht für sie. Jedenfalls, Lisi ist dabei und wir fingen uns an, wieder zu daten. Also, irgendwann solltest du hier mal sagen, sag mal, wann können wir eigentlich mal Sex haben? Sonst bist du so der nette Kerl, der wieder ankommt, wieder ankommt, wieder ankommt, wo wir noch eine Saftschorle trinken und das bist du, glaube ich, nicht. Nach nicht einmal einer Woche war wieder alles vorbei. Also, meiner Ansicht nach ist es vorprogrammiert, aber man muss die Erfahrung machen, sonst glaubt man auch meinen Worten nicht. Ich weiß, ich habe das vorher alles nicht geglaubt. Aber ist okay, du hast die Erfahrung jetzt gemacht, aber jetzt lass sie los und mach's das nächste Mal anders oder geh schneller raus. Sie kann ihr Bauchgefühl nicht ignorieren, es passt einfach nicht für sie, sie kann sich nicht fallen lassen. Ja, ist doch in Ordnung. Das hat sie doch abgezeichnet. Ich finde das in Ordnung. Was soll sie denn machen? Soll sie mit dir schlafen, obwohl sie es eigentlich nicht will? Ne? Was ist hier geschehen? Ja, es passt einfach nicht. Sie hat nicht den Vibe und dann schläft sie nicht mit dir. Ich dachte, es liegt daran, dass ich ihr nicht genügend Interesse von meiner Seite gezeigt habe. Oh, nee, daran definitiv. Nicht, ja, viel zu viel, viel zu viel. Speziell an dem einen Abend bei ihr, das dementierte sie doch immer wieder. An welchem Punkt habe ich sie getriggert? Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass ich würde jetzt nicht an dir zweifeln. Wie gesagt, ich würde dir raten, Dates anders anzugehen. Aber ich glaube, ja, da war einfach nicht genug Vibe bei ihr. Da hat sie noch ein paar Mal hingefühlt und war jetzt immer wieder zum gleichen Ergebnis gekommen. Und deswegen sage ich auch immer wieder, also mit dem ersten Kurs, das war schon gut, relativ früh und natürlich kann man sich Zeit lassen mit Sex, aber es muss irgendwie vorangehen, sonst, ja, sonst passiert halt sowas irgendwie. Ne? Ja. Und am Anfang sollte man solche Probleme echt nicht haben, wirklich. Also irgendwann in der Beziehung muss es ja mal glatt und easy laufen, wenn am Anfang nicht. Ja. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Minus eins.